Vielen herzlichen Dank für alle Ihre spannenden Fragen rund um Muster, die Sie uns geschickt haben. Wir haben eine davon ausgesucht und die stelle ich jetzt gerne dem Stadtratskollegen und Abteilungsvorsteher Bau, Stefan Feldmann. Stefan, seit dem Frühling gibt es hier an der Brandstrasse einen Versuch mit beidseitigen Velostreifen. Um was geht es da? Und gibt es schon erste Resultate? Der Kanton verlangt bis jetzt, dass eine Strasse mindestens 7,5 Meter breit sein muss, damit man auf beiden Seiten einen Velostreifen markieren kann. Das ist ein Problem, weil an vielen Orten, vor allem in der Innenstadt, sind Strassen zu schmal dafür. Zusammen mit der Kantonspolizei testen wir jetzt, ob die Strasse auch ein bisschen schmaler sein kann, so wie hier an der Brandstrasse, die 6 Meter breit ist. Die ersten Resultate sind positiv. Die Autofahrer haben kein Problem mit der schmaleren Fahrbahn und mehr als 50% der Velofahrenden, die bislang aus Angst aufs Trottoir ausgewichen sind, fahren jetzt wieder auf der Strasse. Und das freut dann natürlich vor allem auch die Fußgängerinnen und Fußgänger. Weil der Test positiv verlaufen ist, hoffen wir, dass wir den Kanton dazu bringen können, dass er jetzt auf mehr Strassen als bisher beidseitige Velostreifen zulässt. Damit könnten wir in Ustra sehr viel mehr stellen, mehr Sicherheit für Velofahrende schaffen und mit dem unserer Strategie Uster steigt um zusätzlichen Schub geben.